Telefonische Kaltakquise B2B, da ist es auch erlaubt, by the way. Hier mal ein ganz kleiner Tipp, den ich gerade eben erfolgreich angewendet habe. Ich bin also beim Hunten für SAP-Aufträge für einen Kunden von mir. Ich finde aber bei einer Firma, wo ich weiß, die haben SAP im Einsatz und die haben auch viele Aufträge zu vergeben, weil ich dort einen Tipp bekommen habe und generell, weil ich gute Recherche gemacht habe, finde ich ums Verrecken keinen IT-Leiter oder keinen Leiter von SAP-Abteilungen oder sonst irgendwas. Also gehe ich eine Stufe tiefer, suche ich mir irgendeine SAP-Mitarbeiterin, ja, Anwendungsbetreuung, egal was es ist. Ich rufe dort an, bekomme dort den Nachnamen ihres Chefs heraus, rufe dann beim Chef an, also Durchwahl und E-Mail ist nicht erlaubt weiterzugeben, ne? Weil sonst wäre es ja einfach. Und dann bräuchte ich auch keine Strategie anwenden. Also rufe wieder bei der Zentrale an, lass mich durchstellen zu dem Nachnamen bekannten Chef der Person, mit der ich vorher gesprochen habe. Dort läuft nur der Anrufbeantworter. Dann hinterlasse ich da schon mal eine Nachricht, aber nur ganz kurz, um Neugierde zu wecken. Also in der Kürze liegt die Würze. Dann rufe ich nochmals bei der gleichen Zentrale nochmals an. Ja, da bin ich beim ersten Mal dann abgewählt worden. Dann nochmal versucht, immer hartnäckig bleiben, immer dranbleiben. Dann nochmal versucht, und dann bin ich wieder abgenommen worden. Und ich sage, ja, danke, dass Sie mich durchgestellt haben. Zu dem Zeitpunkt kannte ich nur den Nachnamen, ja, des IT-Leiters oder SAP-Leiters. Könnten Sie mir, da habe ich eine Nachricht am Anrufbeantworter hinterlassen, könnten Sie mir vielleicht eventuell die E-Mail sagen von dem Herrn? Dann hieß es, also ich fange immer mit der E-Mail an, damit der Durchfall. Die Wahrscheinlichkeit, dass die E-Mail kommuniziert werden darf, ist immer höher. Es wäre also immer mit der kleinsten Hürde zuerst, dann hole ich mir die E-Mail. Wenn ich die bekommen habe, dann frage ich nach der Durchwahl. Wenn ich die bekommen habe, frage ich nach der Handynummer. Okay? Immer nach den Wahrscheinlichkeiten gehen. Das ist quasi wahrscheinlich, wahrscheinlich, unwahrscheinlicher, noch unwahrscheinlicher. Ja? In der Reihenfolge. Dann war aber so, dass sie sagt, nein, E-Mails darf ich auch nicht rausgeben, was relativ selten ist, zumal ich ja den Namen der Person schon kannte und auch verwiesen worden bin durch einen der Mitarbeiterinnen, in Anführungsstriche. Okay, dann habe ich gesagt, okay, macht nichts. Das Gute war aber, auf dem Anrufbeantworter habe ich den Vornamen der Person herausgefunden. Dann habe ich gesagt, okay, wenn Sie mir die E-Mail nicht geben dürfen, dann versuche ich es halt mal mit Vorname, Punkt, Nachname. Und dann sagt sie zu mir, ja, können Sie gerne machen. Und dann sage ich, wie schreibt man die Person jetzt nochmal den Nachnamen? Weil der war nämlich gar nicht so einfach. Sowas wie Meier kann man mit Y schreiben, mit I schreiben. Damit ich jetzt nicht vier, fünf E-Mails verschicken muss, um herauszufinden, welche E-Mail oder wie wird der jetzt mit Nachnamen geschrieben, wie ist die richtige Schreibweise, habe ich gesagt, sie wollte mir die E-Mail nicht geben, aber ich habe gesagt, okay, wie schreibt man denn nochmal den Nachnamen des Herrn? Weil den Nachnamen, die Schreibweise des Nachnamen, den ich ja eh schon weiß, den hat sie mir dann gegeben. Also insofern wusste ich schon mal die E-Mail. Dann verschicke ich also die E-Mail, dann bekomme ich manchmal sogar eine Rückantwort, manchmal automatisiert, da ist dann manchmal auch die Signatur mit drin. Somit habe ich dann auch manchmal dann in dem Fall die Durchwahl erhalten. Also letztendlich viele Wege führen nach Rom. Grundsätzlich ist es jetzt nur eine Strategie von ganz, ganz vielen, die wir tagtäglich bei uns anwenden, um letztendlich daran hinzukommen, wo andere scheitern, wo sie schon längst aufgegeben haben, weil es heißt, nur, wir können keine E-Mail rausgeben, wir können keine Durchwahl rausgeben, bla 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 bla. Es gibt immer einen Weg. Ja. Also in allerseltensten Fällen gibt es gar keinen Weg und dann selbst dann, ja, dann kann man immer noch schauen, okay, wo finde ich die Leute auf Social Media? Und selbst wenn du quasi irgendwo bei Fort Knox irgendwo anrufen möchtest, ja, und akquirieren möchtest, ja, und es geht überhaupt gar nichts, sei es jetzt halt offline oder online oder direkt oder indirekt, dann kannst du immer noch einen Vorortbesuch machen, ja. Also kannst du immer noch Türklinken putzen, so wie Oldschool machen. Aber das ist in allerletzten Fällen. Okay, so, ja, super, Wahnsinnsstrategien hier. Hallo, 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 ja. Also mal einen Daumen hoch geben hier und einfach mal selber ausprobieren, ja. Und die eine Sache, die ich euch versprechen kann, dass wenn ihr viel, viel übt, auch mehr Erfolg haben werdet, beziehungsweise wenn ihr Leute reinholt, die das seit Jahrzehnten jetzt quasi machen und 3000, bis zu 3000 Gespräche im Jahr, ja, so wie meine Firma und ich und meine Experten, dann könnt ihr da auch eventuell einen Shortcut, sei es jetzt euch coachen lässt oder auch operativ, ja, unterstützen lässt. Und ich kann auch noch was versprechen.
Akquise ist mit Arbeit verbunden. Ja? Und nicht mit Hokuspokus, sondern mit guten Strategien, mit viel Testen, mit viel Tüfteln, mit Schmerzfreiheit, ja? Mit Beharrlichkeit, Hartnäckigkeit, Höflichkeit, Wertschätzung dem anderen gegenüber, egal wie, was, wann, wo. Und so funktioniert Kaltakquise nach wie vor. Ja? Und so ist es auch erlaubt. Ja? Also, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein, ciao.